wieder auf die Piste, hä? Aber hallo. Das täte ihn übrigens auch nicht schaden. Sonst wachsen sie irgendwann an der Bank fest. Ich lass gleich einen Stier raus. Toro! Schönen Abend noch. Ebenso. Ich hab gewonnen. Wart's im Volksfest? Was ist denn das? Ach, Olaid, spulen wir halt auf Nacht. Wenn nicht langweilig, schreibt morgen noch Schulaufgabe. Und um 8:30 ist er im Bett. Ich verlass mich auf dich. Mama! Aber du bist beim Papi? Ja. Gut, 8:30 keine Minute länger. Und ich mach die Bank. Warum? Weil die Bank immer gewinnt. Dann bin ich die Bank. Du, Patsy, du. Gehst du noch weg? Ich wollte was mit dir besprechen. Was denn? Das kann ich jetzt nicht so zwischen Tür und Angel. Wo gehst denn du jetzt noch hin? Karten spielen. Hat sich kurzfristig ergeben. Magst nicht bleiben. Das können wir da morgen besprechen. Ich hab's versprochen, ich muss da hin. Das könnt später reden. Ich muss mit dir reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Es ist aus. Jetzt geh bitte. So nett, Paula. Und dann 7, 4, 6. Ein richtiger Kriminaler? Das ist vielleicht spannend. Hast du schon mal geschossen? Logisch. Manche Typen wollen sich partout nicht verhaften lassen. Echt? Mhm. Da rede ich und rede ich und du hast nichts mehr zum Trinken. Darf ich dir noch was bestellen? Gern. Ich will dich aber nicht schädigen. Hm, dafür reicht's noch. Was hättest du denn gern? Ein Dom Pérignon. Trinkst du einen mit? Klar. Marie? Hast du es ihm schon gesagt? Und was sagst du denn, wenn du es ihm sagst? Dass es von ihm ist. Ich hab was mitgebracht. Das kannst du gleich wieder mitnehmen. Der für mein Kind nicht einmal so. Das ist nicht dein Kind. Es ist mein Kind. Das wird aber nie jemand erfahren. Und wenn du was sagst, dann bist du erledigt. Ja, so ist es. Josef, bitte. Jetzt mach keinen Unsinn. Wir können das regeln. Danke, Marie. Bittchen? Santé. Du auch? Dann erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Schönen guten Abend, ich störe ja noch wahnsinnig ungern. Aber Ulrich, ich hab zu tun und wenn du mit mir reden willst, dann... Ja, ich komm schon. Bin gleich wieder da. Lauf mir nicht weg, ja? Du, ich bin grad ein bisschen knapp bei Kasse. Mhm. Steht dein Angebot noch? Angebot? Ja, du weißt schon, diese Investitionsmöglichkeit. Ja? Ach so, ja, klar. Kannst du mit einschreiben, brauche ich die Kohle aber gleich. Das sind 5 Riesen. Ich bin jetzt am Dispo-Limit, da darf nichts schiefgehen. Also du, ein Risiko ist bei jeder Anlage, das ist dir ja wohl hoffentlich klar. Ja, ja. Ist ja alles legal, oder? Du, übrigens, die Traudel, das ist ein klasse Weib. Aber ich sag nur, kann teuer werden. Ich hab's ja. Gut. Dann warten wir auf deinen Mann und regeln das. Jetzt mach keinen Quatsch. Außerdem wart's da ziemlich lang. Der ist nämlich beim Kartenspielen. Was, beim Kartenspielen? Ja, wieso? Das haben wir doch gedacht. Er schafft es auch noch. Wo gehst du denn jetzt hin? Josef!
Schöne Grüße soll ich da ausrichten. Und du sollst sie mir anrufen, Nummer hast du ja. Mhm, ja. Und dann kriege ich noch 130 Mark für Öffnerix. Sind Sie heute beim Melken? Muss ich das bei Ihnen anmelden? Ah, da sind Sie wieder zu spät im Bett, hä? Was wollen Sie eigentlich? Ihr Wagen hat doch gestern wieder gestreikt. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht bei mir mitfahren wollen. Wagen geht wieder, danke. Aha, bitte. Bis später. When you're smiling, when you're smiling, the world keeps smiling too. When you... Ja, Satori? Ah, Frau Stockel, morgen. Was gibt's denn? Und wo? Wo? Ah, das kenne ich. Aha. Da muss es sein. Danke. Ach, und schauen Sie, dass hier keine Leute herkommen. Ja. Morgen, Herr Mohr. Morgen. Sind Sie jetzt bei der Laufstaffel? Nein, ich war Powerwalken. Was? Powerwalken. Und da habe ich ihn gefunden. Und wer ist er? Das ist der Zirner Josef. Den habe ich gekannt. Im Sägewerk hat er gearbeitet. Warum ist der Arzt noch nicht da? Der ist ertrunken. Was, der Arzt? Was? Nein, der Tote. Ach so, also ertrunken ist der mit Sicherheit nicht. Wieso? Der ist im Wasser gelegen. Ja, das sehe ich auch. Ja, also ist er ertrunken. Von mir aus. Guten Morgen, die Herren. Morgen. Guten Morgen. Herr Kollege ist wieder da. Danke, für Sie. Und? Sein gewisser Herr Zirner. Wie es scheint, ist der Tote ins Wasser gefallen. Dabei hat er sich irgendwo den Kopf angehaut, dann ist er ohnmächtig geworden und dann ist er ertrunken. Höchstwahrscheinlich ein Unfall. Danke, Michi. Wo bleibt denn der Arzt jetzt? Wo hat sich der angehauen? Der Arzt? Nein, nicht der Arzt. Eine Fahrradspange. Aber die entscheidende Frage ist doch, wo ist der Tote ins Wasser gefallen? Servus, guten Morgen. Du, da ist Blut, schaut euch das mal an, das könnte vom Opfer sein. Danke. Das Fahrrad gehört ihm. Da ist ein Schild mit seinem Namen drauf. Unfall? Mei. Er fährt mit dem Fahrrad hierher und steigt dann ab. Warum? Ja, vielleicht hat er sich mit jemand getroffen. Ja, und dann gibt's Streit. Er kriegt was auf den Schädel, fällt übers Brückengeländer und ertrinkt. Oder er war schon vorher tot. Schauen wir doch mal, was der Arzt sagt. Endlich. Morgen. Und? Der Tod ist etwa vor 8 Stunden eingetreten. Ein Schlag mit einem stumpfen, länglichen Gegenstand quer übers Ohr. Letal? Ob der Schlag tödlich war oder ob er ertrunken ist, wird dann die Obduktion zeigen. Okay, danke. Ich stelle die Taucher sogar der Spurensicherung. Sie sollen nach einem länglichen, stumpfen Gegenstand suchen. Und zwar von da vorn bei der Brücke bis, ja, ganz da hinten halt. Wieso jetzt das? Schau mal her. Ach so, die Leiche ist vielleicht abgetrieben worden. Gut. Ist ja eh logisch. Sag's mir, haben Sie eigentlich die Witwe schon verständigt? Das ist doch eigentlich Ihre Sache, meine Herren. Da mische ich mich nicht ein. Morgen. Morgen. Wow, Frau Stockel. Der Lippenstift hat aber eine aufreizende Farbe. Morgen, Herr Satori, nennt sich Drachenblut. Ja, da müsstest du ihn baden.
Macht unverwundbar. Sehr witzig. Ist der Kurs echt? Das war für ein ganz schlimmer Weiberheld. Wer? Der Zirner. Darf mich nicht wundern, wenn da so ein gehörnter Ehemann dahinter steckt. Echt? Ich meine, der Mann war 54. Na und? Für attraktive Männer ist das kein Alter. Sie werden bestimmt einmal so einer. Der gehörnte Ehemann. Der hat's ja gut gehalten. Der war jeden Tag mit seinem Mountainbike unterwegs. Ach so. Ja, wir sind auch unterwegs. Und zwar in der Arbeit. Fangen Sie doch schon ohne mich an. Hat eigentlich schon jemand die Witwe verständigt? Ich mag das einfach nicht. Soll ich das wieder übernehmen? Also gut. Gott. Wir suchen eine Frau Zirner. Das bin ich. Warum? Satori Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Hofer. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Zirner, es geht um Ihren Mann. Ist was passiert? Er ist tot. Es tut uns sehr leid. Sind Sie trotzdem in der Verfassung, uns vielleicht ein paar Fragen zu beantworten? Ja, ja, bitteschön. War Ihr Mann nachts öfters nicht zu Hause? Ja. Ist Ihnen das nicht komisch vorgekommen? Nein, es war nicht das erste Mal. Und wo war er dann immer so? Stimmt es, dass er was mit anderen Frauen gehabt hat? Sie haben das gewusst. Und hat Ihnen das nichts ausgemacht? Mei, wir haben uns halt arrangiert. Wissen Sie, bei wem er letzte Nacht war? Vielleicht bei der Mittelschlag. Mit der war zuletzt was. Aber ich glaube, das war auch schon wieder vorbei. Mittelschlag? Meinen Sie die Frau vom Sägewerks-Mittelschlag? Ja. Er hat dort gearbeitet. Was? Er hat was mit der Frau von seinem Chef gehabt? Frau Zirner, wo waren Sie gestern Nacht? Daheim. Gibt's da Zeugen? Nein. Na, ist das süß. Ist das Ihre? Ich meine, ist das Ihr Enkel? Nein, das ist der Bub von meiner Freundin. Sie haben keine Kinder? Nein, mein Mann hat nie welche gewollt. Ja, Frau Stöckl, wir kommen dann gleich ins Büro. Die Taucher haben den Rucksack vom Zirner gefunden. Wissen Sie, was da drin war? 14.000 Mark in bar. Sauber. So, Brezen ist leider raus. Im Gurten. Danke. Der Lohmeier. Servus, Bernd. Wie geht's? Servus, Corbinian. Ich muss einmal mit euch reden. Servus. Servus. Nicht so? Ihr habt doch heute einen Zirner aus dem Wasser geholt. Mhm. Die Sache ist die, dass der Zirner bei unserer Bank viel Schulden gehabt hat und die meisten ohne Sicherheiten. Wie das? Hier geht's doch nie was ohne Sicherheiten her. Ich... Hast du das versimmelt? Die Zirners waren total solide. Also jedenfalls, ihr habt's doch bei der Leiche einen Haufen Bargeld gefunden. Wie bitte? Woher weißt denn du das? Das ist doch jetzt völlig wurscht. Was ich sagen will, das Geld gehört der Bank. Verstehst? Also Moment einmal. Wie kommt der Zirner zu so viel Schulden? Und wie kommt er jetzt an das Bargeld? Ja, das weiß ich doch nicht. Wie gesagt, bis vor Ort 2 Jahre waren die total solide. Haben aber ein bisschen was gespart, also was einfache Leute halt so auf Zeiten legen können. Und der Bootsverleih ist auch bloß gepachtet. Ja, und dann, wie ging's dann weiter? Ja, und dann ist er hingegangen. Nach und nach haben sie alles abgehoben, dann haben sie einen ersten Kredit gebraucht, einen zweiten. Hat der Zirner das Geld für seine Damen ausgegeben, hä? Na, der hat ganz Geldige abgeschleppt. Die haben eher ihm was gegeben. Der hat's richtig gemacht. Gut, dass ich Sie treffe. Wir müssen bestimmten Hinweisen nachgehen. Im Café von diesem Herrn, Lewinsky? Genau. Es soll da regelmäßig zu strafbaren Handlungen kommen. Ach so. Und was für welche sollen es sein? Das sollen Sie herausfinden. Der Herr Lewinsky hat sich mit einigen Herren im Stadtrat verscherzt. Kann das sein, dass da ein Zusammenhang besteht? Herr Hofer, wenn Herr Lewinsky was ausgefressen hat, dann ist es unser Job, rechtmäßige Zustände herzustellen. Da interessieren mich keine Zusammenhänge. Und? Was schlagen Sie vor?
Patia? Dazu brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss und dafür brauchen wir einen Grund. Sie finden einen Grund. Frau Stockel, ist der Obduktionsbericht noch nicht da? Doch, der ist schon da. Sagen Sie mal, haben Sie den Lohmeier angerufen wegen dem Geld bei der Leiche? Ja, wenn Sie ein neues anrufen. Der Zirner ist ertrunken. Wie gesagt, Sir. Also ich glaube, dass der Mord mit dem Geld zusammenhängt. Raubmord? Der Räuber haut ihm eins auf den Schädel und schmeißt ihn dann mit sappem Geld in den Fluss. Dann schon eher mal als Eifersucht. Irgendwie gehört der Ehemann. Hm. War das nicht die Theorie von der Frau Stockel? Ja und? Selbst die Stockel schafft es nicht, dass nur Schmande herrückt. So. Hm. Ja, dann fahren wir doch am besten gleich mal bei den Mittagsschlags vorbei, oder? Ja, kann ich die haben? Danke. Das ist ja furchtbar. Und er ist wirklich tot, ja? Ja. Ja, aber wieso kommen Sie damit zu mir? Naja, Sie haben den Herrn Zirner doch gekannt, oder? Ja, schon. Der hat halt in der Firma von meinem Mann gearbeitet. Ja, wir meinen jetzt darüber hinaus. Sie und der Herr Zirner haben sehr Verhältnis gehabt. Sie wissen es ja eh schon. War der Zirner gestern Abend auch hier? Ja. Er wollte. Es ist schon seit 2 Monaten aus zwischen uns. Aber er will das nicht wahrhaben. Also ist er wieder hergekommen. Wir haben uns eine Zeit lang unterhalten. Ich habe ihm gesagt, dass es aus ist. Und dann ist er wieder gegangen. Einfach so? Ohne Theater? Mhm. Nein. Moment. Ich habe ihm gesagt, dass mein Mann beim Kartenspielen ist. Da hat er plötzlich geflucht und ist weg. Weiß Ihr Mann von Ihrem Verhältnis? Nein. Natürlich nicht. Sicher? Bitte sagen Sie meinem Mann nichts. Ich meine vom Herrn Zirner und mir. Na, ich weiß nicht, ob sie das vermeiden lässt. Ich denke, es lässt sich vermeiden. Na, Frau Mitterschlag, wo können wir denn Ihren Mann treffen? Im Sägewerk. Na, Sie können ruhig hingehen. Wir finden schon allein raus. Mitterschlag? Ach ja, das habe ich heute Morgen leider nicht geschafft. Es tut mir leid. Morgen 10 Uhr. Ja, da kann ich. Wunderbar. Nein, sagen Sie dem Herrn Doktor, er kann sich drauf verlassen. Danke. Können Sie der Frau nur sowas versprechen? Direkt versprochen habe ich es ihr ja nicht. Naja, also ich finde, besonders professionell war das nicht. Ihr Handy klingelt. Ja, Satori? Ja, Bobby hier. Ich rufe wegen deiner Kohle an. Ja, und? Ich hab's verdoppelt. Wow, super. Ich meine, okay, gut. Also, ein bisschen mehr Freude wäre schon angesagt, oder? Du, ich kann jetzt nicht. Ich ruf dich dann zurück. Da drin! Danke! Ist was? Ja, das tut mir leid, das war ein guter Mann. Schalt mal die Sägeblätter auf! Gab's mal Unregelmäßigkeiten? Wüsst nicht, was ich meine. Jetzt passt schon mal ein bisschen auf, lass die Sachen nicht rumliegen. Ja, hat er in der Arbeit nachgelassen oder hat er versucht, sich Geld zu leihen? Nein. Na, sonst haben Sie oder Ihre Angehörigen kein näheres Verhältnis zum Zirner gehabt? Na, natürlich nicht, nein, nein. Wieso sollten meine Angehörigen irgendein Verhältnis? Ist doch absurd, die Frage, oder? Naja, es hätte ja sein können, oder? Herr Mitterschlag, wo waren Sie gestern Abend so zwischen 22 Uhr und 3 Uhr morgens? Moment mal. Bin ich jetzt hier tatverdächtig, oder was? Reine Routine. Wir fragen jeden, der mit dem Herrn Zirner näher bekannt war. Entschuldigen Sie mal, ich war mit dem Herrn Zirner nicht näher bekannt. Der Mann war hier angestellt. Jetzt beantworten Sie einfach meine Frage, ja? Wo waren Sie gestern Abend?
Oder wollen Sie lieber eine Vorladung vom Staatsanwalt? Ich war beim Kartenspielen. Wo war das? Bei Bekannten. Und ich werde die da nicht mit hineinziehen. Ja, ja. Herr Mitterschlag, haben Sie ein Boot, das Rambo heißt? Ja, und? Ich habe das Boot gestern Abend vom Terrassencafé gesehen. Da hat aber niemand Karten gespielt. Naja, ich wollte eigentlich zum Kartenspielen, aber jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe mir's anders überlegt und bin dann ins Terrassencafé gefahren, ja. Ja, ich habe das vergessen. Es tut mir leid. Ach so, Sie haben also vergessen, dass Sie gestern Abend doch nicht beim Kartenspielen waren. Und das soll ich Ihnen glauben? Wissen Sie was? Das ist absurd. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was ich um die Ohren habe. Das ist hier kein Beamtenjob. Ich habe hier eine Firma zu leiten. Ja, tut uns leid. Wir kennen halt leider nur Beamtenjob. Ja, ja, so war das nicht gemeint. War's das jetzt? Ja, vorerst. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja? Bloß komisch, dass ich ihn nicht gesehen habe. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ah ja, servus Bobby, hier ist der Ulrich. So, sag mal, war der Mittagsschlag gestern Abend bei dir im Café? Was? Also ja, Kartenspielen. Aha, okay, danke, das war's schon. Das ist ein 10er50er. Du, sag einmal, hast du dem Burma Geld gegeben? Nein. 2 Mark hat er gestern von mir gewonnen. Wieso? Er flackt im Bett und speit. Echt? Der muss Unmengen Süßigkeiten gegessen haben. Die ganze Schulter ist voll mit Schokoriegeln. Ich weiß nicht, wo der das Geld her hat. Was sagt er? Er hätte es gefunden, aber das glaube ich ihm nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Satori. Traudl! Schön, dass du anrufst. Ich habe irgendwie deine Nummer verschmissen. Ja, ich wollte dich gerade anrufen, aber plötzlich war der Schein weg. Du, übrigens, was machst du denn heute Abend? Aha. Ja, macht nichts. Du, ich schreibe mal noch kurz deine Nummer auf, gell? Morgen. Morgen. Wo ist denn der Herr Satori? Weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich ist er bei einer von seinen Weibern. Also, Herr Hofer. Sie futtern ja nicht. Sie sind schwanger. Sagen Sie mal, was ist denn mit einer los? Nix. Was ist denn das? Vielleicht ein Wolperdinger. Sehr komisch. Dann haben wir zusammen mit dem Geld in dem Rucksack vom Zirner gefunden. Ein Teddybär. Verwendet, wie der Kinder noch Enkel. Vielleicht wird das jemand anderen schenken. Aber wem? Ah, das kann ich auch nicht wissen. Stimmt. Spät haben wir den? Da. Stimmt, ja. Witzig. Danke. Herr Satori, wo waren Sie denn heute in der Früh? Ich habe noch ein paar Sachen besorgt. Immer auf der Pirsch. Und Ihnen habe ich auch was mitgebracht. Danke. Herr Satori, was machen wir denn mit dem Geld, nicht, das wegkommt? Na, da wird mir schon was einfallen, was ich mit so viel Geld anfange. Da ist ja eine Nummer drauf. Was haben Sie denn? Das gibt's ja nicht. Ist Ihnen nicht gut? Brauchen Sie einen Tee? Nein, ich brauche keinen Tee. Wollen Sie Kopfschmerztabletten? Also, Frau Stockel, jetzt gehen Sie mal nicht auf die Nerven! Der Bobby, diese alte Dresssau! Ach, Scheiße! Herr Satori! Gibt's was Neues in Sachen Lewinsky? Was denn für eine Sache Lewinsky? Die Razzia! Haben Sie angesetzt? Ach so, wir arbeiten dran. Ihr wollt's nicht. Ihr werdet euch umschauen.
Grüß Gott, Frau Mitterschlag. Oh, Herr Kommissar, das ist ja ein Zufall. Nicht wirklich. Frau Mitterschlag, in wievielten Monat sind Sie? Mit ein bisschen Kombinationsgabe, kleiner Teddybär, Besuch beim Frauenarzt. Was für ein Teddybär? Der Zirner ist der Vater, stimmt's? Warum wollten Sie denn den Teddybär nicht, den er Ihnen mitgebracht hat? Bitte, bitte, Herr Kommissar. Mein Mann darf auf keinen Fall was davon erfahren. Sie haben ja ganz schön Angst vor Ihrem Mann. Kann es sein, dass der Zirner das ausgenützt hat? Wie meinen Sie das? Wir haben bei der Leiche einen Haufen Bargeld gefunden und wir überlegen, wo das herkommt. Hat er Sie erpresst? Nein, er hat mich nicht erpresst. Da war er gar nicht der Typ für sowas. Nein, er hat Schulden gehabt. Seine Lage war ziemlich verzweifelt. Da macht man oft einmal Sachen, für die man nicht der Typ ist. Vielleicht ist er Ihnen lästig geworden. Schauen Sie, Ihr Mann wird das sowieso irgendwann erfahren. Oder wollen Sie das Kind nicht? Stockelchen, ist das Atonisch aufgetaucht? Ja. Aber? Der war völlig durch den Wind, der ist gleich wieder weg. Glaub zum Bobby. Weswegen? Da ist ja eine Nummer drauf. Ja, genau das hat der Satori auch gesagt. Ich will jetzt von dir wissen, wie der Zirner an den Geldschein kommt. Keine Ahnung, vielleicht hat er den als Wechselgeld bekommen. Ach, du hast das Geld doch gar nicht in die Kasse rein. Ja, offenbar schon, später dann. Guten Appetit. Wie soll er denn sonst rangekommen sein? Ja, das möchte ich gern von dir wissen. Ich glaube, du hattest irgendein komisches Ding mit dem Zirner am Laufen. So schaut's aus. Jetzt will ich dir mal was sagen. Du wolltest nicht wissen, was ich mit deinem Geld mache. Gut, du hast dich auch nicht beschwert, als ich es verdoppelt habe. Dann halt auch jetzt die Klappe. Es geht inzwischen um Mord, verstehst du das nicht? An deiner Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es gibt in Rosen eine Menge Leute, die würden dir nur zu gerne ans Bein pinkeln. So schnell schaust du gar nicht und du hast eine Razzia im Haus, ja? Ich dachte, ich habe Freunde bei der Polizei. Haben Sie meinen Mann gesehen? Er ist im Büro. Ah, danke. Ist irgendwas? Ich hab Sie vermisst. Wo waren Sie denn? Ja, ich hatte was zu erledigen. Privat. Und Sie? Ich hab gearbeitet. Und? Hat was gebracht? Selbstredend. Die Frau Mitterschlag hat nicht nur ein Verhältnis mit dem Zirner gehabt, sie ist auch schwanger von ihm. Na wunderbar. Vielleicht hat er sie damit erpresst. Vielleicht. Da ist eine Nummer auf dem einen Schein. Und da meldet sich eine gewisse Traudel und die kennt sie. Und da gibt es einen gewissen Erklärungsbedarf. Okay. Nein, es geht heute nicht. Ja, klar weiß ich, dass ich das letzte Mal gewonnen habe. Aber okay, gut, aber dann ist erstmal Sense. Weil ich sonst die Bullen am Hals hab. Ja, bis später. Grüß dich. Servus. Servus, Michi. Servus. Und, gibt's was Neues? Logisch. Michi, sag einmal, du kennst doch den Zirner ein bisschen. Ja. Ah, das ist ein Zocker. Der Zirner? Nein, der bestimmt nicht. Das war ein Zockerhasser. Sicher? Na klar. Wir haben doch bei uns am Volksfest immer den Stand mit den Glückslosen von der Freiwilligen Feuerwehr. Da, wo der Neffe neulich was gewonnen hat. Ja, ich weiß schon, das Roulette. Und? Tja, jedenfalls kommt der Zirner daher und führt sich Mords auf, dass wir schon die Kinder zum Glücksspiel verleiten und dass wir uns schammern sollten und überhaupt, der ist völlig ausgedickt. Hm. Also jetzt wird's endgültig mysteriös. Ich dachte, der Zirner war beim Zocken dabei. Die ganze Zeit hast du mir jetzt mit dir gedroht! Lass mich gehen! Ich werde alles arbeiten! Oh,
Hoppala. Ist das wieder so ein ländlicher Brauch, oder was? Du wüsstest nicht welcher. Ja, sowas wie das Rosenheimer Hocker werfen. Achtung! Herr Winterschlag, verschwinden Sie doch, das ist familienintern, gell? Wer bitte da, du bringst mich so rein! Nein, jetzt! Loslassen, ja. Herrschaft. Mir wird schlecht, euer Mann. Alles in Ordnung. Von dem! Der Mitterschlag. Was ist denn noch? Wir haben ja Alibi überprüft. Na ja? Ja, und laut Bobby waren sie tatsächlich im Terrassencafé beim Kartenspielen. Ja, ja. Ja, aber Sie haben doch erzählt, Sie waren nicht beim Kartenspielen. Na ja, hab ich das. Ja, haben Sie. Ich habe Sie aber weder auf der Terrasse noch im Gastraum gesehen. Vielleicht waren Sie im Hinterzimmer, pokern. Illegales Glücksspiel. Oder wie Sie sagen, Kartenspielen. Ja. Und vielleicht gab es Streit und dabei haben Sie den Herrn Zirner. Also wenn Sie mit Ihren Unverschämtheiten jetzt weitermachen wollen, dann laden Sie mich vor. Und jetzt verschwinden Sie bitte. Das ist Privatgrund. Manfred! Komm, ins Schleichzeug geht's an Arbeit! Es tut mir so leid. Also das mit dem Kind hat er gerade erst erfahren, so wie der sie aufgeführt hat. Dann fällt Eifersucht als Motiv was weg. Ja, beim Zocken war dabei, jede Wette. Ja, die Frau Zirner. Grüß Gott. Wollen Sie zu uns? Grüß Gott. Ja, ich wollte fragen wegen den Sachen von meinem Mann. War da noch irgendetwas Wertvolles dabei? Ja. 14.000 Mark in bar. Und wo kann ich die abholen? Momentan gar nicht. Das gilt als Beweismittel. Außerdem erhebt Ihre Bank Anspruch darauf. Verstehe schon. Naja, ich wollte auch noch mal gefragt haben. Wiederschauen. Wiederschauen. Satori? Hallo, Traudl. Du, ich habe uns einen Tisch reserviert für heute Abend. Lässt sich das nicht verschieben? Okay, also, schönen Abend. Ciao. Zickt! Macht mir nur wahnsinnig die Frau. Da macht man und macht man und macht man. Ich meine, es kostet ja alles Geld. Allein, was dieses blöde Parfüm gekostet hat. Und von den ganzen anderen Sachen möchte ich gar nicht reden. Oh mei. Ich hätte halt auf den Wind nicht aufpassen sollen, wenn die Marie arbeitet beim Bobby. Onkel Ulrich, spielst mit mir? Na logisch. Der Bub ist viel zu jung für Roulette. Marie, wie geht heute Abend? Das tut mir leid. Du bist ein bisschen spät dran. Aber die Sache hat sich erledigt. Ich hab heute Abend frei. Der Bobby macht früher zu. Du, Vincent, ich glaube, das mit dem Spiel müssen wir verschieben. Mein Onkel und ich, wir haben noch was Wichtiges zu erledigen. Oh mein, dabei habe ich gerade so einen Lauf. Das nächste Mal, okay? Mensch, das macht doch keinen Sinn. Was? Ja, Poker zu dritt. Nichts da, wir warten. Thank you.
Und, Herr Mohr, wie schaut's aus? Voll einsatzbereit. Wir können jederzeit losschlagen. Ich hab... Machst du jetzt ins Hemd, oder was? Nein, ich habe einfach ein komisches Gefühl. Na, also. Schönen guten Abend, Herr. Das sieht natürlich jetzt komisch aus, aber ihr dürft jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Du hörst jetzt einmal auf, uns zu verarschen. Was war vorgestern Nacht hier los? Also, der Zirner ist hier aufgetaucht und dann? Nee, der Zirner war nicht hier. Wer war dann hier? Heute kommt doch auch noch jemand, oder? Lewinsky, ich verhafte Sie wegen unerlaubten Glücksspiels. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Welches unerlaubte Glücksspiel? Welches Glücksspiel? Die Situation ist eindeutig. Hier wurde um hohe Beträge gepokert. Hohe Beträge? Und wo ist das Geld? Ohne Geld kein Beweis und ohne Beweis kein Glücksspiel. Von mir. Sie waren vorgestern Nacht auch beim Bobby beim Pokern, oder? Ja. Und ich habe gewonnen. Das erste Mal seit langem richtig gewonnen. Und dann ist Ihr Mann dazu gekommen. Ja, er hat mir vor dem Café das Geld abgenommen und gesagt, das wäre seins, weil ich schon so viel verspielt hätte. Er hat es mir einfach weggenommen und ist davon gefahren, wo ich einmal richtig Glück gehabt habe. Der Saukerl. So sind sie mit dem Boot nachgefahren und haben ihn hier abgefangen. Sie wollten ihr Geld wieder haben. Ja, aber er hat mir es nicht gegeben. Ich habe ihm gesagt, das ist meines. Und dann hat er ihm gesagt, dass der Mieterschlag ein Kind von ihm kriegt. Ja. Jahrelang habe ich ein Kind haben wollen, aber er nicht. Er hat gesagt, er hat sich immer geweigert. Er wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Aber bei einer anderen, da hat er plötzlich die Verantwortung übernommen. Er hat mir gesagt, er braucht das Geld für seinen Buben. Ja. Dann haben sie diesen Schlüsselanhänger genommen und haben ihn damit niedergeschlagen. Und dann ist er über die Brücke ins Wasser gefallen. Aber das Geld, das hat er nicht loslassen. Das ist einfach so mit ihm davongeschwommen. Er hat es mir nicht vergönnt, verstehen Sie? Er hat es mir nicht vergönnt, dass ich einmal glücklich war. So war er. Was ist? Du hast gesagt, Bank gewinnt immer. Was für eine Bank? Beim Roulette. Ja und? Zuerst hat das ja gestimmt. Aber gestern haben wir in der Pause ein bisschen mit unserem Taschengeld gespielt und ich war die Bank. Herrschaft, was machst du denn? Nix, verloren hab ich. Weil die anderen einmal das Dusel gehabt haben. Vincent, das mit der Bank war doch für hier, für daheim. Ich sag das, das darf deine Mutter niemals erfahren, ja? Servus, Traudel. Das ist der Günther. Servus. Servus. Schönen Wagen fahren Sie. Abiturgeschenk von Papa, oder? Das ist falsch. Der Wagen gehört mir. Am Günther gehört nicht einmal seine Klamotten. Die hat er von mir. Aha. Weißt, ist besser so. Ich lass mich ungern von einem Mann kaufen. Lieber kaufe ich selber. So.
Danke für die Opernkarten, aber der Günther und ich fahren jetzt ein paar Tage nach Saint-Tropez. Du weißt was? Ich glaube, die Karten können's behalten. Der Gefangenenchor, der passt doch besser zu ihm. A bientôt. Dir auch. War's das? Ja, ich glaube, das war's. Rosenheimer High Society ist doch nichts für mich. Jetzt brauche ich erstmal was zum Trinken. Kommst mit zum Frühschoppen? Alkohol am Vormittag, das ist doch ungesund. Fabian, ich muss mit dir reden. Ist was Wichtiges? Das könnte man sagen. Ich habe gerade einen Anruf von der Lehrerin vom Vincent gehabt. Es geht da um Roulette. Aber du, ich muss noch mal schnell weg, gell? Ich habe es überlegt, ich komme doch mit. Ich dachte, Alkohol ist ungesund. Nee, so ungesund wird da bleiben. Corbinian! Komm gleich wieder! Komm du mir heim. Macht mir nur wahnsinnig die Frau. Da macht man und macht man und macht man. Ich meine, es kostet ja alles Geld. Allein was dieses blöde Parfüm gekostet hat. Und von den ganzen anderen Sachen möchte ich gar nicht reden. Oh mei. Ich hätte halt auf den Vincent aufpassen sollen. Die Marie arbeitet beim Bobby. Onkel Ulrich, spielst mit mir? Na logisch. Der Bub ist viel zu jung für Roulette. Marie, mega heute Abend, es tut mir leid. Du bist ein bisschen spät dran. Aber die Sache hat sich erledigt. Die hat heute Abend frei. Der Bobby macht früher zu. Hey, du Vincent, ich glaube, das mit dem Spiel müssen wir verschieben. Mein Onkel und ich, wir haben noch was Wichtiges zu erledigen. Oh mein, dabei habe ich gerade so einen Lauf. Das nächste Mal, okay? Das macht doch keinen Sinn. Was? Ja, Poker zu dritt. Nichts da, wir warten. Und, Herr Mohr, wie schaut's aus? Voll einsatzbereit. Wir können jederzeit losschlagen. Ich hab... Machst du jetzt ins Hemd, oder was? Nein, ich habe einfach ein komisches Gefühl. Na, also. Schönen guten Abend, Sie dann. Das sieht natürlich jetzt komisch aus, aber ihr dürft jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Du hörst jetzt einmal auf, uns zu verarschen. Was war vorgestern Nacht hier los? Also, der Zirner ist hier aufgetaucht und dann... Nee, der Zirner war nicht hier. Wer war dann hier? Heute kommt doch auch noch jemand, oder? Außerdem wart's da ziemlich lang. Der ist nämlich beim Kartenspielen. Was, beim Kartenspielen? Ja, wieso? Das haben wir doch gedacht. Er schafft es auch noch. Wo gehst denn jetzt hin? Josef! Schöne Grüße soll ich da ausrichten. Und du sollst sie mir anrufen, Nummer hast du ja. Mhm, ja. Und dann kriege ich noch 130 Mark für Eurex.
Warum sind Sie heute beim Melken? Muss ich das bei Ihnen anmelden? Ah, da sind Sie wieder zu spät im Bett, hä? Was wollen Sie eigentlich? Ihr Wagen hat doch gestern wieder gestreikt. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht bei mir mitfahren wollen. Wagen geht wieder, danke. Aha, bitte. Bis später. When you're smiling, when you're smiling, the world keeps smiling too. When you... Ja, Satori? Ah, Frau Stockel, morgen. Was gibt's denn? Aha, und wo? Wo? Ah, das kenne ich. Aha. Da muss es sein. Danke. Ach, und schauen Sie, dass hier keine Leute herkommen. Ja. Morgen, Herr Mohr. Morgen. Sind Sie jetzt bei der Laufstaffel? Nein, wir Powerwalken. Was? Powerwalken. Und da haben wir ihn gefunden. Und wer ist er? Das ist der Zehner Josef. Den habe ich gekannt. Am Siegeberg hat er gabelt. Warum ist der Arzt noch nicht da? Der ist ertrunken. Was, der Arzt? Was? Nein, der Tote. Ach so, also ertrunken ist der mit Sicherheit nicht. Wieso? Der ist im Wasser gelegen. Ja, das sehe ich auch. Ja, also ist er ertrunken. Von mir aus. Guten Morgen, die Herren. Morgen. Guten Morgen. Der Kollege ist. Bestellte Taucher, sogar der Spurensicherung. Sie sollen nach einem länglichen, stumpfen Gegenstand suchen. Und zwar von da vorn bei der Brücke bis, ja, ganz da hinten halt. Oh. Wieso jetzt das? Schau mal her. Ach so, die Leiche ist vielleicht abgetrieben worden. Gut. Ist ja eh logisch. Sagen Sie mir, haben Sie eigentlich die Witwe schon verständigt? Das ist doch eigentlich Ihr Ressort, meine Herren. Da mische ich mich nicht ein. Morgen. Morgen. Wow, Frau Stockel. Der Lippenstift hat aber eine aufreizende Farbe. Morgen, Herr Satori, nennt sich Drachenblut. Ja, da müsstest du ihn baden. Macht unverwundbar. Sehr witzig. Ist der Kurs echt? Das war für ein ganz schlimmer Weiberheld. Wer? Der Zirner. Darf mich nicht wundern, wenn da so ein gehörnter Ehemann dahinter steckt. Echt? Ich meine, der Mann war 54. Na und? Für attraktive Männer ist das kein Alter. Sie werden bestimmt einmal so einer. Der gehörnte Ehemann. Der hat's ja gut gehalten. Der war jeden Tag mit seinem Mountainbike unterwegs. Ach so. Ja, wir sind auch unterwegs. Und zwar in der Arbeit. Hm. Fangen Sie doch schon ohne mich an. Hat eigentlich schon jemand die Witwe verständigt? Ich mag das einfach nicht. Soll ich das wieder übernehmen? Also gut. Gott. Wir suchen eine Frau Zirner. Das bin ich. Warum? Satori Kripo Rosenheim. Das ist mein Kollege Hofer. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Zirner, es geht um Ihren Mann. Ist was passiert? Ja, er ist tot. Es tut uns sehr leid. Sind Sie trotzdem in der Verfassung, uns vielleicht ein paar Fragen zu beantworten? Ja, ja, bitteschön. War Ihr Mann nachts öfters nicht zu Hause? Ja. Ist Ihnen das nicht komisch vorgekommen? Nein, es war nicht das erste Mal. Und wo war er dann immer so? Stimmt es, dass er was mit anderen Frauen gehabt hat? Sie haben das gewusst. Hat Ihnen das nichts ausgemacht? Mei, wir haben uns halt arrangiert. Wissen Sie, bei wem er letzte Nacht war? Vielleicht bei der Mittelschlag. Mit der war zuletzt was. Mittelschlag? Ach ja, das habe ich heute Morgen leider nicht geschafft. Es tut mir leid. Morgen 10 Uhr. Ja, da kann ich. Wunderbar. Nein, sagen Sie dem Herrn Doktor, er kann sich drauf verlassen. Danke. Können Sie der Frau nur sowas versprechen? Direkt versprochen habe ich sie ja nicht. Naja, also ich finde, besonders professionell war das nicht. Ihr Handy klingelt. Ja, Satori? Ja, Bobby hier. Ich rufe wegen deiner Kohle an. Ja, und? Ich hab's verdoppelt. Wow, super. Ich meine, okay, gut.
Also ein bisschen mehr Freude wäre schon angesagt, oder? Du, ich kann jetzt nicht. Ich ruf dich dann zurück. Mittagsschlag! Da drin! Danke! Ist was? Ja, das tut mir leid, das war ein guter Mann! Schalt mal die Sägeblätter auf! Gab's mal Unregelmäßigkeiten? Wüsst nicht, was ich meine! Jetzt passt schon mal ein bisschen auf, lass die Sachen nicht rumliegen! Ja, hat er in der Arbeit nachgelassen oder hat er versucht, sich Geld zu leihen? Nein! Na, sonst haben Sie oder Ihre Angehörigen kein näheres Verhältnis zum Zirner gehabt? Natürlich nicht, nein, nein. Wieso sollten meine Angehörigen irgendein Verhältnis? Das ist doch absurd, die Frage, oder? Naja, es hätte ja sein können, oder? Herr Mitterschlag, wo waren Sie gestern Abend so zwischen 22 Uhr und 3 Uhr morgens? Moment mal. Bin ich jetzt hier tatverdächtig, oder was? Reine Routine. Wir fragen jeden, der mit dem Herrn Zirner näher bekannt war. Entschuldigen Sie mal, ich war mit dem Herrn Zirner nicht näher bekannt. Der Mann war hier angestellt. Jetzt beantworten Sie einfach meine Frage, ja? Wo waren Sie gestern Abend? Oder wollen Sie lieber eine Vorladung vom Staatsanwalt? Ich war beim Kartenspielen. Wo war das? Bei Bekannten. Und ich werde die da nicht mit hineinziehen. Ja, ja. Herr Mitterschlag, haben Sie ein Boot, das Rambo heißt? Ja, und? Ich habe das Boot gestern Abend vom Terrassencafé gesehen. Da hat aber niemand Karten gespielt. Naja, ich wollte eigentlich zum Kartenspielen. Jetzt fällt's mir wieder ein, ich hab mir's anders überlegt und bin dann ins Terrassencafé gefahren, ja. Ja, ich hab das vergessen, es tut mir leid. Ach so, Sie haben also vergessen, dass Sie gestern Abend doch nicht beim Kartenspielen waren. Und das soll ich Ihnen glauben? Wissen Sie was? Das ist absurd. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was ich um die Ohren hab. Das ist hier kein Beamtenjob, ich hab hier eine Firma zu leiten. Ja, tut uns leid. Wir kennen halt leider nur Beamtenjob. Ja, ja, so war das nicht gemeint. Und, Herr Mohr? Wie schaut's aus? Voll einsatzbereit. Wir können jederzeit losschlagen. Ich hab... Machst du jetzt ins Hemd, oder was? Nein, ich habe einfach ein komisches Gefühl. Na, also. Schönen guten Abend, Herr. Das sieht natürlich jetzt komisch aus, aber ihr dürft jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Du hörst jetzt einmal auf, uns zu verarschen. Was war vorgestern Nacht hier los? Also, der Zirner ist hier aufgetaucht und dann... Nee, der Zirner war nicht hier. Wer war dann hier? Heute kommt doch auch noch jemand, oder? Hey, doch, das ist eine Razzia! Die Arsche zirkt! Trotzdem? Lewinsky, ich verhafte Sie wegen unerlaubten Glücksspiels. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Welches unerlaubte Glücksspiel? Welches Glücksspiel? Die Situation ist eindeutig, hier wurde um hohe Beträge gepokert. Hohe Beträge? Und wo ist das Geld? Ohne Geld kein Beweis und ohne Beweis kein Glücksspiel. Von mir. Sie waren vorgestern Nacht auch beim Bobby beim Pokern, oder? Ja. Und ich habe gewonnen. Das erste Mal seit langem richtig gewonnen. Und dann ist Ihr Mann dazugekommen? Ja, er hat mir vor dem Café das Geld abgenommen und gesagt, das wäre seins, weil ich schon so viel verspielt hätte.
Er hat es mir einfach weggenommen und ist davon gefahren. Wo ich einmal richtig Glück gehabt habe. Der Saukerl. So sind sie mit dem Boot nachgefahren und haben ihn hier abgefangen. Sie wollten ihr Geld wieder haben. Ja, aber er hat mir es nicht gegeben. Ich habe ihm gesagt, dass Zirner bei unserer Bank viel Schulden gehabt hat und die meisten ohne Sicherheiten. Wie das? Hier geht's doch nie was ohne Sicherheiten her. Ich. Hast du das versimmelt? Die Zirners waren total solide. Also jedenfalls, ihr habt doch bei der Leiche einen Haufen Bargeld gefunden. Wie bitte? Woher weißt denn du das? Das ist doch jetzt völlig wurscht. Was ich sagen will, das Geld gehört der Bank. Verstehst? Also Moment einmal. Wie kommt der Zirner zu so viel Schulden? Und wie kommt er jetzt an das Bargeld? Ja, das weiß ich doch nicht. Wie gesagt, bis vor Ort 2 Jahre waren die total solide. Haben wir aber ein bisschen was gespart. Also, was einfache Leute halt so auf Zeiten legen können. Und der Bootsverleih ist auch bloß gepachtet. Ja, und dann, wie ging's dann weiter? Ja, und dann ist er hingegangen. Nach und nach haben sie alles abgehoben. Dann haben sie einen ersten Kredit gebraucht, einen zweiten. Hat der Zirner das Geld für seine Damen ausgegeben, hä? Na, der hat eine ganz geldige abgeschleppt. Die haben eher ihm was gegeben. Der hat's richtig gemacht. Gut, dass ich Sie treffe. Wir müssen bestimmten Hinweisen nachgehen. Im Café von diesem Herrn, Lewinsky? Genau. Es soll da regelmäßig zu strafbaren Handlungen kommen. Ach so. Und was für welche sollen es sein? Das sollen Sie herausfinden. Der Herr Lewinsky hat sich mit einigen Herren im Stadtrat verscherzt. Kann das sein, dass da ein Zusammenhang besteht? Herr Hofer, wenn Herr Lewinsky was ausgefressen hat, dann ist es unser Job, rechtmäßige Zustände herzustellen. Da interessieren mich keine Zusammenhänge. Und? Was schlagen Sie vor? Na, hat's ja. Dazu brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss und dafür brauchen wir einen Grund. Sie finden einen Grund. Frau Stockel, ist der Obduktionsbericht noch nicht da? Doch, der ist schon da. Sagen Sie mal, haben Sie den Lohmeier angerufen wegen dem Geld bei der Leiche? Ja, wenn soll ich noch alles anrufen? Der Zirner ist ertrunken. Wie gesagt, Sir. Also ich glaube, dass der Mord mit dem Geld zusammenhängt. Raubmord? Der Räuber haut ihm eins auf den Schädel und schmeißt ihn dann mit samtem Geld in den Fluss. Dann schon eher mal als Eifersucht. Irgend so gehört der Ehemann. Hm. War das nicht die Theorie von der Frau Stockel? Ja und? Selbst die Stockel schafft es nicht, dass nur Schmande herrückt. So. Hm. Ja, dann fahren wir doch am besten gleich mal bei den Mittagsschlags vorbei, oder? Ja, kann ich die haben? Danke. Das ist ja furchtbar. Und der ist wirklich tot, ja? Ja. Ja, aber wieso kommen Sie damit zu mir? Naja, Sie haben den Herrn Zirner doch gekannt, oder? Ja, schon. Der hat halt in der Firma von meinem Mann gearbeitet. Ja, wir meinen jetzt darüber hinaus. Sie und der Herr Zirner haben sehr Verhältnis gehabt. Sie wissen es ja eh schon. Ist was? Ja, das tut mir leid, das war ein guter Mann. Schalt mal die Sägeblätter ab. Gab's mal Unregelmäßigkeiten? Wüsst nicht, was ich meine. Jetzt passt schon mal ein bisschen auf, lass die Sachen nicht rumliegen. Ja, hat er in der Arbeit nachgelassen oder hat er versucht, sich Geld zu leihen? Nein. Na, sonst haben Sie oder Ihre Angehörigen kein näheres Verhältnis zum Zirner gehabt? Na, natürlich nicht, mehr, nein. Wieso sollten meine Angehörigen irgendein Verhältnis? Ist doch absurd, die Frage, oder? Naja, es hätte ja sein können, oder? Herr Mitterschlag, wo waren Sie gestern Abend so zwischen 22 Uhr und 3 Uhr morgens? Moment mal. Bin ich jetzt hier tatverdächtig, oder was? Reine Routine. Wir fragen jeden, der mit dem Herrn Zirner näher bekannt war. Entschuldigen Sie mal, ich war mit dem Herrn Zirner nicht näher bekannt. Der Mann war hier angestellt. Jetzt beantworten Sie einfach meine Frage, ja? Wo waren Sie gestern Abend? Oder wollen Sie lieber eine Vorladung vom Staatsanwalt? Ich war beim Kartenspielen. Wo war das? Bei Bekannten. Und ich werde die da nicht mit hineinziehen. Ja, ja. Herr Mitterschlag, haben Sie ein Boot, das Rambo heißt? Ja, und? Ich habe das Boot gestern Abend vom Terrassencafé gesehen. Da hat aber niemand Karten gespielt. Naja, ich wollte eigentlich zum Kartenspielen, aber jetzt fällt es mir wieder ein, ich habe mir es anders überlegt und bin dann ins Terrassencafé gefahren, ja. Ja, ich habe das vergessen. Es tut mir leid. Ach so, Sie haben also vergessen, dass Sie gestern Abend doch nicht beim Kartenspielen waren. Und das soll ich Ihnen glauben? Wissen Sie was? Das ist absurd. Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was ich um die Ohren habe.
Das ist hier kein Beamtenjob. Ich habe hier eine Firma zu leiten. Ja, tut uns leid. Wir kennen halt leider nur Beamtenjob. Ja, so war das nicht gemeint. Was das jetzt? Ja, vorerst. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja? Bloß komisch, dass ich ihn nicht gesehen habe. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ah ja, servus Bobby, hier ist der Ulrich. Du sag mal, war der Mittagsschlag gestern Abend bei dir im Café? Was? Also ja, Kartenspielen. Aha, okay, danke, das war's schon. Das ist ein 10,50, geil. Du sag einmal, hast du dem Burma Geld gegeben? Nein. 2 Mark hat er gestern von mir gewonnen. Wieso? Er flackt im Bett und speit. Echt? Der muss Unmengen Süßigkeiten gegessen haben. Die ganze Schulter ist voll mit Schokoriegeln. Ich weiß nicht, wo der das Geld her hat. Was sagt er? Er hätte es gefunden, aber das glaube ich ihm nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Satori. Traudl! Schön, dass du anrufst. Ich hab. Josef? Was machst du denn hier? Ich muss mit dir reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Es ist aus. Jetzt geh bitte. So nett, Paula. Und dann? 7, 4, 6. Ein richtiger Kriminaler? Das ist vielleicht spannend. Hast du schon mal geschossen? Logisch. Manche Typen wollen sich partout nicht verhaften lassen. Echt? Mhm. Da rede ich und du hast nichts mehr zum Trinken. Darf ich dir noch was bestellen? Gern. Ich will dich aber nicht schädigen. Hm. Dafür reicht's noch. Was hättest du denn gern? Ein Dom Pérignon. Trinkst du einen mit? Klar. Marie? Hast du es ihm schon gesagt? Und was sagst du denn, wenn du es ihm sagst? Dass es von ihm ist. Ich habe was mitgebracht. Das kannst du gleich wieder mitnehmen. Der für mein Kind nicht einmal so... Das ist nicht dein Kind. Es ist mein Kind. Das wird aber nie jemand erfahren. Und wenn du was sagst, dann bist du erledigt. Ja, so ist es. Josef, bitte. Jetzt mach keinen Unsinn. Wir können das regeln. Danke, Marie. Bittchen. Santé. Du auch? Dann erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Schönen guten Abend, ich störe ja nur wahnsinnig ungern. Aber Ulrich, ich habe zu tun und wenn du mit mir reden willst, dann... Ja, ich komm schon. Bin gleich wieder da. Lauf mir nicht weg, ja? Ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Steht dein Angebot noch? Angebot? Du weißt schon, diese Investitionsmöglichkeit. Ja? Ach so, ja, klar. Kannst du mit einschreiben, brauche ich die Kohle aber gleich. Das sind 5 Riesen. Ich bin jetzt am Dispo-Limit, da darf nichts schiefgehen. Also du, ein Risiko ist bei jeder Anlage, das ist dir ja wohl hoffentlich klar. Ja, ja. Ist ja alles legal, oder? Du, übrigens, die Traudl, das ist ein klasse Weib. Aber ich sag nur, kann teuer werden. Ich hab's ja. Ja, Satori, was machen wir denn mit dem Geld nicht, das wegkommt? Na, da wird mir schon was einfallen, was ich mit so viel Geld anfange. Da ist ja eine Nummer drauf. Was haben Sie denn? Das gibt's ja nicht. Ist Ihnen nicht gut? Brauchen Sie einen Tee? Nein, ich brauche keinen Tee. Wollen Sie Kopfschmerztabletten? Jetzt, Frau Stockel, jetzt gehen Sie mal nicht auf die Nerven! Bobby, diese alte Dresssau! Ach, Scheiße! Der Satori! Gibt's was Neues in Sachen Lewinsky?
Was denn für eine Sache, Lewinsky? Die Razzia. Haben Sie angesetzt? Ach so, wir arbeiten dran. Ihr wollt's nicht. Ihr werdet euch umschauen. Grüß Gott, Frau Mitterschlag. Oh, Herr Kommissar, das ist ja ein Zufall. Nicht wirklich. Frau Mitterschlag, in wievielten Monat sind Sie? Mit ein bisschen Kombinationsgabe, kleiner Teddybär, Besuch beim Frauenarzt. Was für ein Teddybär? Der Zirner ist der Vater, stimmt's? Warum wollten Sie denn den Teddybär nicht, den er Ihnen mitgebracht hat? Bitte, bitte, Herr Kommissar. Mein Mann darf auf keinen Fall was davon erfahren. Sie haben ja ganz schön Angst vor Ihrem Mann. Kann es sein, dass der Zirner das ausgenützt hat? Wie meinen Sie das? Wir haben bei der Leiche einen Haufen Bargeld gefunden und wir überlegen, wo das herkommt. Hat er Sie erpresst? Nein, er hat mich nicht erpresst. Da war er gar nicht der Typ für sowas. Nein, er hat Schulden gehabt. Seine Lage war ziemlich verzweifelt. Da macht man oft einmal Sachen, für die man nicht der Typ ist. Vielleicht ist er Ihnen lästig geworden. Schauen Sie, Ihr Mann wird das sowieso irgendwann erfahren. Oder wollen Sie das Kind nicht? Stockelchen, ist das natürlich aufgetaucht? Ja. Aber? Der war völlig durch den Wind, der ist gleich wieder weg. Glaub zum Bobby. Weswegen? Da ist ja eine Nummer drauf. Ja, genau das hat der Satori auch gesagt. Ich will jetzt von dir wissen, wie der Zirner an den Geldschein kommt. Keine Ahnung, vielleicht hat er den...